Ja, wir freuen uns, dass der Saal nach der Mittagspause doch noch so gut gefüllt ist. Bevor wir starten, würde ich gerne mal wissen, wie viele von den Anwesenden sind Eltern von schulpflichtigen Kindern? Aha. Und wie viele von diesen meinen, die Schule ihres Kindes könnte sich noch etwas verändern? Okay. Nein, ich frage noch mal, weil in Vorbereitung auf diese Veranstaltung habe ich mich gefragt, Claudia, also Claudia Ludwigs, ach na, jetzt haben wir, sehen Sie, na mal, das ist der Vorführeffekt, gut. Mein Name ist Claudia Ludwigshausen und in Vorbereitung auf diese Veranstaltung habe ich mich gefragt, was mache ich hier eigentlich als Pädagogin vor einem Publikum, von dem ich ausgehe, dass es zu 98% aus der Wirtschaft kommt. Aber jetzt bin ich für die Eltern aus der Wirtschaft hier einmal. Und zum anderen gab es aber tatsächlich in meiner beruflichen Biografie ein Schlüsselerlebnis. Das hat vor 15 Jahren stattgefunden auf einem Schulhof in Hamburg-Wilhelmsburg, als ich einem 13-jährigen Schüler eine geladene Kleinkaliberpistole abgenommen habe, die er gerade stolz seinen Mitschülern vorzeigte. Und das war für mich der Moment, in dem ich angefangen habe, schulisch fremd zu gehen, um nach Möglichkeiten im Umgang mit diesem Schülerklientel zu suchen. Inzwischen leite ich ein regionales Bildungs- und Beratungszentrum in Bremen. Wir unterstützen und beraten Lehrkräfte, Schüler und Eltern in unterschiedlichsten schulischen Problemlagen. Und als ich diese Organisation vor anderthalb Jahren übernommen habe, da hatte ich manchmal das Gefühl, ich kann kaum atmen, weil die Schwerfälligkeit aus diesem Verwaltungsapparat Schulbehörde ja, mir den Atem raubt, der mir entgegenschlägt. Und dann kam Katha. Wir kattern seit einem halben Jahr und für mich immer noch mit einem unfassbaren Erfolg oder Auswirkung oder Wirkung nicht nur auf meine Kolleginnen und Kollegen, sondern auch auf die Schulregionen, für die wir zuständig sind. Wir sind für 30 Schulen zuständig und kurz bevor ich nach Leipzig fuhr, war ich noch auf einer Schulleiterdienstbesprechung und eine Kollegin sagte, ich weiß gar nicht, was mit dem Rebutz los ist. Da scheint ja so ein Ruck durch die Einrichtung zu gehen. Ja, sagte ich, wir haben jetzt einen Nordstern und der heißt, wir öffnen Türen. Durchgehen musst du selbst. Stichwort. Claudia, die schon ganz viele Türen öffnet, stehe ich noch am Anfang. Ich bin Helena, ich bin gewurzelt 1997, ich bin 21 Jahre alt, habe mich gebildet mit meinem Abitur 2015 und bin seitdem innerlich gewachsen und zwar im Elementarbereich und in den Ganztagsgrundschulen, also Kindergarten, Krippe und Schule. Seit 2017 bin ich Kinderpflegerin und befinde mich aber derzeit noch in der Ausbildung. Ich bin im vorletzten Ausbildungsjahr zur Erzieherin und beschäftige mich gerade viel mit Sprache, Sprachbildung, mit Diskriminierung, aber vor allem mit Naturwissenschaft. Also wie denken Kinder naturwissenschaftlich, wie kann man Kindern das beibringen, was ist neurologisch und neurobiologisch bei Kids eigentlich so los? Und über Thorsten und seine verrückten Ideen manchmal bin ich auf die Katha gestoßen. In meinem Bundesfreiwilligendienst hat Thorsten mich unbewusst gekattert, also gecoacht. Und dann hat er mich auf eine Praxisstelle gebracht, auf die Grundschule Flachslanden, eine sehr kleine Grundschule, in der ich dann Praktikum machen durfte. Die Grundschule macht Katha im Klassenzimmer und bringt Kindern bei, wissenschaftlich zu denken, Probleme anders zu lösen und sie selbstständig zu machen und in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Und somit bin ich hier gelandet, ein bisschen was von euch zu lernen. Wie können wir in der Pädagogik Katha irgendwie mit reinbringen? Und was kann ich für mich und mein pädagogisches Verhalten und für die Kids so von euch allen mitnehmen? Ja, wie ihr seht, haben wir keine Mühen und Kosten gescheut, irgendwie Hightech-Equipment aus den Schulen mitzubringen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gelegt. Ja, genau. Genau. Es ist so ein Mikroprozessor drin, der, ne? Ja, Thorsten Georges bin ich. Ich stehe ja Laufleistung 51 Jahre und so. Ich habe da versucht, mal einen kleinen Gag reinzubringen.
Ich selber bin schon relativ lange in Grundschulen in Hamburg unterwegs, habe dort diverse Ganztagsgrundschulen mit aufgebaut und habe 2016 Ralf kennengelernt im Rahmen meines Studiums zur Arbeitswissenschaft in Hannover. Ich stehe da vorne. Und Ralf hat dann einen Toyota-Cutter-Kurs dort angeboten und ich war dann da und bin gebrainwashed worden und habe mich total in diese Methode verliebt. Und habe gedacht, das brauchen wir in Schule, weil das so sinnvoll ist. Und letztes Jahr habe ich irgendwie schon mal was darüber erzählt. Und jetzt haben wir uns ein Format überlegt, dass wir Ralf gewinnen konnten als Moderator, Fragender, wie auch immer. Und wir werden jetzt eine kleine Talkrunde hier machen. Ja? Gut. Ja, super. Ja. Thorsten. Ich bin der Ralf, ich darf das jetzt moderieren. Thorsten hat mich gefragt. Ich dachte, ich kann entspannen. Zweiter Kongresstag, ne? Nix da. Was habe ich mit Schule zu tun? Mir ist aufgefallen, viele Sachen. Ich war selbst in der Schule. Meine Eltern sind Lehrer, pensioniert. Mein ältester Sohn ist gerade in die Schule gekommen. Also jetzt denke ich auch, Schule könnte anders sein. Und ich bin seit 2 Jahren Hochschuldozent. Und dann habe ich da auch Schüler vor mir sitzen und sie haben komische Haltung. So, wie viele Credits gibt es dafür, Ralf? Und ist das prüfungsrelevant, was du uns hier erzählst? Also, ja. Das ist spannend, ne? Und ich habe mich so auf das Format gefreut, weil für mich ist Cutter irgendwie mehr. Ich habe das gestern Mike erzählt. Ich helfe Mercedes seit vielen Jahren, dass sie noch mehr Autos bauen. Und irgendwann denkt man so, ist das jetzt alles? Und dann denke ich so, Cutter hat irgendwie auch eine gesellschaftliche Komponente und deswegen helfe ich gerne Schulen und Lehrern, da besser zu werden. Die Schüler haben so eine Haltung, die Studenten, dass ich mich so frage, sind wir dann gut vorbereitet auf eine Welt, die Herausforderungen für uns bereithält, die noch nie jemand gelöst hat, und haben die das Mindset und die Fähigkeiten, damit umzugehen? Und da frage ich mich, ob Schule uns darauf vorbereitet. Das wäre meine erste Frage an euch. Ob Schule uns darauf vorbereitet. Ja, Schule, das ist ja das, was ich vorhin noch mal gerade gesagt hatte, ist, ich glaube, ist auf dem Weg, sich zu verändern. Aber wenn ich jetzt mal das versuche konkret zu machen an einem Beispiel, also ich hatte ja vorhin erwähnt, ich bin für 30 Schulen zum Beispiel zuständig. Und dann von diesen 30 Schulen hat jede Schule zum Beispiel ein anderes Leitbild. Wenn Sie die Leitbilder von den Schulen lesen, vielleicht haben Sie es von Ihren Kindern gelesen, dann steht, wir gehen friedlich miteinander um, wir leben die Vielfalt, wir sind freundlich, wir lösen Probleme gemeinsam. Und wenn wir dann angerufen werden im Rebus, weil ein Unterstützungsbedarf angemeldet wird, zum Beispiel Gewaltvorfall, und ich komme dann in die Schule und sage, ja, welche Maßnahmen haben Sie denn ergriffen oder mit den Schülern, was erarbeiten Sie, was kennen die Schüler schon zur Gewalteskalation, also jetzt eine Vorbereitung, dann sage ich, ja, wir haben ein Leitbild, aha, sage ich. Und was steht in dem Leitbild? Ja, wir sind friedlich miteinander. Und ich sage, und was bedeutet das jetzt ganz konkret für die Handlungsebene? Ja, Schweigen. Und wenn es dann noch schlechter läuft, dann wird gesagt, oh ja, wir müssen an unserer Leitbildkultur, das ist übrigens eines der Lieblingswörter der Bildungseinrichtung, die lieben Leitbildkulturen. Und das ist mal ganz interessant, neben der Gala lese ich gerne Leitbilder, also da mal zu gucken, wie ja, sie gefüllt sind auch mit Füllwörtern, mit Plastikwörtern, aber eben das, und deswegen, wenn du fragst, bereiten sie sie vor, ich glaube, sie haben eine gute Absicht, aber die Zielformulierung ist schon so schwammig und auch der Ist-Zustand, und dazwischen muss sich was bewegen. Das ist keine konkrete Handlungsleitung. Ne? Helena, du steckst ja mittendrin, was ist dein Eindruck, wie gut dich deine Ausbildung auf Herausforderungen vorbereitet? Also mein Eindruck, wenn ich jetzt auf die Grundschule in Flachslanden gucke, hatte ich das Gefühl, Kinder, die dort Cutter im Klassenzimmer kennengelernt haben, haben eine ganz andere Einstellung zum Thema Wettkampf, Konkurrenzdenken, eine ganz gesunde Einstellung dazu, kapitulieren nicht vor Schwierigkeiten, und wenn ich mich und meine Ausbildung und mein Schulleben dazu vergleiche, hätte ich das auch gehabt, hätte ich vielleicht keine Angst, meine Komfortzone so zu verlassen oder vor Herausforderungen zu stehen, denen ich mich nicht gewachsen fühle. Ja, ja. Cool. Ja, ja und nein. Ralf, ja und nein. Also, danke, nächste Frage. Genau, nächste Frage. Ich finde,
Mike, du hast das ja vorhin nochmal gezeigt. Natürlich brauchen wir auch den Golfcoach. Also wir brauchen den Menschen, der uns beiseite steht und uns unterstützt. Und das machen Lehrkräfte und auch andere Berufsgruppen, die an Schulen arbeiten, ganz großartig und mit ganz viel Liebe und mit ganz viel Herz. Aber ich habe das Gefühl, dass es dann auch dort stehen bleibt. Also das, was mich so fasziniert an der Kata, Neugier zu wecken, Herausforderungen zu sehen und die Komfortzone zu verlassen, was wir alle tun irgendwie gerne auch immer mehr, seitdem wir mit der Kata zu tun haben, das sehe ich an Schule eher nicht so. Und da ist mein Ansatz, wo ich sage, halt, na, da müssen wir irgendwie ran. Also diesen natürlichen Drang, den die Kinder noch haben, den nicht irgendwie wegzupädagogisieren, sondern irgendwie lasst sie uns unterstützen und lasst uns mit ihnen gemeinsam wissenschaftlich arbeiten. Ja. Okay, cool. Was mich interessieren würde, dann jetzt so ganz speziell aus euren unterschiedlichen Umfeldern, was genau hat euch denn jetzt ja motiviert, Kata zu machen? Claudia? Na, im Grunde hatte ich das eingangs schon erwähnt. Bildungseinrichtungen, Helena sagte das am ersten Abend so schön, Pädagogen haben Angst vor Messbarkeit. Das ist für sie wie eine Bedrohung. Und das schwebt und wabert aber in allen Bildungseinrichtungen. Die Ziele, die sie finden, sind häufig oder formulieren, sind unklar und viel zu weit gefasst. Und wir merken eben, das Handwerkszeug, die Kleinschrittigkeit, die wird nicht formuliert. Und das merke ich jetzt bei mir. Kleine Ziele, realistisch und messbar formuliert. Die Kollegen merken Erfolge und das ist ja das, was ich den Schulen und auch den Schülern wünschen würde, dass sie sich in ihrer Verbesserungskultur auch feiern können. Und das kommt viel zu kurz in Schule und das würde ich gerne an die Schulen weiter transportieren. Ja, schön. Ich habe gelernt, dass Lehrer sehr oft sehr autark sind und sehr alleine sind. Ich habe selten Organisationen erlebt, wo die Menschen eigentlich so alleine sind, obwohl sie in einem Kollegienkreis sind. Genau, also es gab ja mal vor ein paar Jahren den Begriff der Ich-AG, also ich habe das Gefühl, Schule ist so ist ein Zusammenschluss von vielen Ich-AGs. Auch das bricht auf, aber es sind mehr so zufällige Ergebnisse von zufälligen Motivationslagen von Schulleitungen oder von Lehrkräften. Was mich motiviert hat, war erstmal, dass es halt, ja, also ich meine, du hast es mir vorgestellt und ich fand diese Methode so schlüssig und habe ich gedacht, na, das müssen wir doch mal ausprobieren. Ich habe es dann mit einer Kollegin gemacht und wir haben diese Geschichte ja auch genannt von Treppenstufen mit Rechnen lernen und so weiter und so fort. Vielleicht ein kurzes praktisches Beispiel, also der eine Junge sitzt in der zweiten Klasse und kann im Zahlenraum bis 20 nicht, der findet sich da nicht zurecht. Was haben wir nicht alles gemacht, ist immer wiederholt und haben irgendwie kleine Plättchen genommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, dann gibt es so rote und blaue Plättchen, die muss man dann umdrehen und ne? Dann gibt es die Kraft der Fünf, also man muss das dann immer in Fünfer bündeln und so. Und die ganzen pädagogischen Geschichten sind an diesem Kind irgendwie vorbeigegangen und es prallte ab, wie bei so einem Klingonen-Raumschiff. Wie es mal so, pff. Wie viel sind denn nun 12 plus 5? 8? Nee, nicht wirklich. Und ich habe mich dann mit ihm hingesetzt und gesagt, aber sag mal, was ist denn dein Ziel, wenn wir jetzt irgendwie hier so mit Mathematik und mit Rechnen und so? Und er sagte, ja, ich möchte das schon können. Ja, cool. Und wie ist es denn im Moment? Ja, ich kann es halt nicht. Also ich kann schon bis 10. Ne? Das haben wir dann irgendwie hingekriegt. Also 3 plus 5, das war relativ sicher. Aber und gerade irgendwie dann subtrahieren ging gar nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, gibt es irgendwas, was wir dir noch helfen können? Dann guckt er auf die Treppe und hat gesagt, na, ich kann ja mal die Treppe 12 Stufen hochgehen und dann rufst du mir eine Zahl zu und sagst Minus oder Plus und dann gehe ich die Treppenstufen entweder dementsprechend hoch oder wieder runter. Und das haben wir 2 Wochen, 3 Wochen immer und immer wieder hintereinander gemacht, weil es für ihn anscheinend notwendig war, halt eben zu gucken, was passiert denn, wenn ich halt eben etwas abziehe. Also Kinder geben ja eh gerne ab, nicht so gerne ab, deswegen ist Subtrahieren nicht so deren große Stärke, aber wenn er halt eben gemerkt hat, ich gehe weiter runter, dann passiert da auch was. So, und nach 3 Wochen konnte er es. Und es war halt eben eher so eine Grundhaltung, ne? Von wegen, irgendwie, lass uns mal jetzt nicht aufgeben. Ich finde, ja, wir geben in Schule viel zu schnell, viel zu radikal auf und brauchen dann einen Rebus oder andere Unterstützungszentren. Ja. Helena, du auch noch?
Ich war an der ganz Grundschule im Flachslanden und da war ein Kind, das sich als sehr selbstbewusst, selbstwirksam und laut und kompetent erlebt habe, der einen ganzen Abend moderiert hat für die Eltern und die Kinder als Abschlussfest. Und der ist mir sehr positiv aufgefallen. Und in einem Reflexionsgespräch mit der Lehrkraft erzählte sie mir dann, dass der Junge ein Jahr sitzen geblieben ist, kaum Sozialkontakte hatte und dass sie durch diese Kata im Klassenzimmer und auch Zielsetzungen mit ihm selber an sich, an was möchtest du denn arbeiten? Oder auch in Mathe. Ich kann das und das noch nicht, und dann haben sie es aufgeschrieben, und in so kleinen Schritten hat er immer mehr Selbstbewusstsein bekommen, und ich habe dann das Bild von ihm gekriegt als kompetenten, selbstwirksamen Neunjährigen, der zwar in der zweiten Klasse ist, aber sich seiner Kompetenzen bewusst ist und mir als positiv auffällt und so eine Entwicklung gemacht hat, was mich einfach fasziniert hat, was das mit dem Kind macht. Ja, schön, habe ich mit Thorsten auch erlebt. Fand ich toll. Wie seid ihr denn jetzt vorgegangen und wie kam das so im Kollegium an? Also jetzt hattet ihr eine Motivation, aber wie hast du denn jetzt gestartet mit deinen Kollegen? Ja, der Handlungsdruck war bei allen da, dass aufgrund, ich glaube, der ist in vielen Bundesländern aufgrund der Inklusion einfach, das stellt viele Bildungseinrichtungen vor große Herausforderungen, und wir gemerkt haben, dass mit dem, was wir haben, kommen wir nicht mehr weiter, und wir müssen weg von der Einzelfallberatung hin zur systembezogenen Beratung, also unsere Beratungsprozesse verändern. Und ich habe gedacht, wir starten jetzt mal was komplett Neues und versuchen eben etwas, weil ich hatte keine Lust mehr, eben das kenne ich aus langjähriger Schularbeit, ja, da macht man eine Arbeitsgruppe und dann packen wir ein Ziel und dann, ne, so diese Grundsatz, also die Kollegen lieben ja auch diese basisdemokratischen Grundsatzdiskussionen, sondern ich wollte wirklich was Zielorientiertes, und ich wollte den Kollegen Erfolge geben in diesen Zeiten, die ohnehin hochbelastend sind. Ja, und dann habe ich den Vorschlag gemacht, Katar, also dann kam Thorsten und sagt, ja, mach doch Katar, und ich so, aha, okay, und ja, wir haben uns in diesen Prozess gestürzt, und ich glaube, weil der Bedarf so hoch war, was zu verändern, haben sich alle darauf eingelassen, und sie haben schnell ihre Erfolge gemerkt. Wir cuttern flächendeckend, also wir haben immer Cutter-Teams, wo der eine Coach ist und eben auch Coachee. Und das, also kollegial dann. Genau, ja. Kollegial, und der ich als Leitung und mein stellvertretender Leiter, wir sind die Second Coaches und führen das. Ja, und es ist irgendwie, es sind so ich finde es so rührende oder so, flattern sie so durch die Reihen, und wir cuttern heute wieder. Und ja, es ist irgendwie berührend zu sehen, wie diese neue Methode ihnen einfach, oder dieses Instrument, sie beflügelt und ja, zum toll. Aufbruch macht und offensichtlich ja auch eine Außenwirkung ja, hat. Ja, fanden die das sehr crazy? Nö. Nö, okay, nö. Haben Sie ja gut gemacht. Hier, wir haben es geschafft übrigens, wenn das Wort Cuttern im Duden aufgenommen wird, dann haben wir... Cutter. Okay. Du cutterst. Dann haben wir es geschafft. Ja, okay, super, machen wir gleich. Ja. Thorsten, willst du noch kurz sagen, wie ihr gestartet seid? Und dann, ich glaube, ich finde das ganz spannend mit den Zielzuständen. Also ja, okay, cool. Sowas, ja. Was ist das Anfassbare? Ja. Genau, was habt ihr für Zielzustände? Und was mich vor allem interessieren würde, was waren so Gänsehautmomente? Weil ich habe zumindest da mit Thorsten an der Grundschule Dinge gesehen, wo ich Gänsehaut gekriegt habe. Wo ich dachte, ja, genau. Also wir haben so ganz... erst hatte ich gedacht, ja, wir machen Cutter im Klassenzimmer, und habe dann so eine kleine Testphase vorher gemacht und habe dann festgestellt, das ist jetzt keine gute Idee, in der Phase, in der gerade die Schule ist und in der die Schüler und die Klassen waren, irgendwie jetzt Cutter im Klassenzimmer zu machen. Dann haben wir es runtergebrochen, und ich habe dann es in Einzel- bzw. zwei Personenförderung eingebaut, und ein Zielzustand war zum Beispiel bei dem Jungen, ja, ich kann das mit dem 20er-Raum, das kriege ich hin. Ein anderer Zielzustand war, da war ein Junge aus Syrien, der mit 9 Jahren in die zweite Klasse kam, weil er halt sehr gut sprach, aber er konnte sehr schlecht lesen. Und ich habe dann festgestellt, dass er, wenn er die Buchstaben sagt, sagt er nicht B, was am Anfang, wenn man halt eben lesen lernt, wichtig ist, weil das der Laut ist. Ja? Und damit man B und A zusammenziehen kann, synthetisieren, dann ergibt es daraus ein Bar. Und seine Eltern ganz, ganz lieb, und er war noch ganz berührt davon, dass er in Deutschland ist, haben wir gesagt, aber das ist ein B. Und in ihm war halt eben schon automatisiert, dass es ein B ist. Und wir haben dann halt eben miteinander lange debattiert, in Anführungsstrichen. Und er hat gesagt, aber es ist doch ein B, meine ich, ja, aber so kommen wir jetzt nicht weiter, weil du sagst immer B-all. Und es heißt aber Ball. Und
wir haben uns dann irgendwann auf den Zielzustand verständigt, okay, wir müssen das mit diesem B irgendwie rauskriegen und wir müssen rauskriegen, dass er L sagt und M, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Mit viel Computerarbeit, mit viel Wiederholen, allem drum und dran, dieses automatisierte Verhalten, das er da zum Thema halt eben dieser Buchstaben hatte, halt eben umzukehren, also erstmal wieder zu löschen und dann halt eben neu zu automatisieren. Das war echt ein Job. So. Und ich bin jetzt gerade im Sabbatjahr, als ich aus der Schule ging, Anfang Juli, war es so, dass er die ersten Sätze halt eben lesen konnte. Und das konnte er vorher nicht. Und das, ich glaube, du sagst, hast ja immer so schön gesagt, Energie folgt Fokus, da ist viel dran. Wenn ich mich um die Kleinen kümmere, fokussiert, dann passiert auch was. Hast du noch Beispiele für Zielzustände im Kollegium? Ja, genau. Ich hatte noch mit einer Kollegin, also ich habe diverse Coachingsequenzen gehabt, und eine Geschichte war, dass sie sagt, es ist in ihrem Unterricht immer zu laut. Also in der Arbeitsphase bricht das so auseinander und es wird laut und die Kinder reden miteinander, das war eine zweite Klasse, und dann haben wir uns, habe ich gefragt, okay, was ist denn dein Zielzustand? Ja, es soll leiser sein. Man, ja, aber wir müssen schon irgendwie auch messen, also nur leiser ist ja, ne? Und dann haben wir uns aufgemacht, haben die Dezibel gemessen, wie laut ist es denn in der lautesten Phase und wie viel Dezibel möchte sie denn haben und so weiter und so fort. Sie hat den Zielzustand benannt, es sollten 55 Dezibel werden während der Arbeitsphase. Dann hat sie ganz klassisch PDCAs gemacht, ohne Ende, also nicht ohne Ende, sondern insgesamt, glaube ich, 8 oder 9 Experimente brauchte sie, und hat eine Logdatei immer schreiben lassen von ihrem iPhone, dass sie immer gucken konnte, was ist denn jetzt so der durchschnittliche Wert der Dezibel. Bis wir dann irgendwann halt eben bei einem Coaching saßen und da lag ihr Smartphone auf dem Tisch und es war eine Pause, es war komplett Stille im Klassenraum, und zufälligerweise hatte sie diesen Dezibelmesser an und da waren 55 Dezibel abgemessen, woraufhin ich dann bemerkte, naja, dann ist der Zielzustand ja nicht zu erreichen, weil wenn wir beiden schon nichts sagen und einfach nur atmen und es sind 55 Dezibel, dann wirst du das mit 25 Schülern in der Klasse nie hinkriegen. Dann hat sie es hochgesetzt auf 65, hat ihre PDCAs gemacht und seitdem, also irgendwann hat sie diese 65 Dezibel erreicht, die Logdatei immer schon 65 Dezibel, und seitdem ist es, wenn man zu ihr in die Klasse kommt, so, dass eine Lautstärke herrscht, und wir haben das dann immer wieder zyklisch überprüft, ob es immer noch bei 65 ist, und sie ist konstant bei 65. Und seitdem geht sie ja halt eben mit dem Grinsen irgendwie aus dem Unterricht und nicht mit, oh, mir klingeln die Ohren. Ja. Und so läuft die Helena, Zeit vor. Hast du Beispiele weg, für, ne? Zielzustände, die ihr... Zielzustände? Ja. Genau. Also stell dir einen Klassenraum vor und da ist das Lehrerpult, und unsere Schule ist tatsächlich nicht mehr damit ausgestattet, sondern mit Laptops und mit Smartboards, und sie sitzt in ihrem Cockpit sozusagen und hat am Smartboard alle Kinder, die halt eben eine Frage haben. Also sie hat herausgefunden, es wird nur dann laut, wenn die Kinder halt eben eine Frage haben. Die Kinder fangen an, miteinander zu debattieren, zu fragen, wie geht denn das eigentlich mit dem 3 plus 5 und so. Und es wurde immer lauter und immer lauter. Und irgendwann hat sie halt gesagt, naja, ich sitze jetzt hier, und wenn du eine Frage hast, dann ziehst du deinen Namen auf dem Smartboard rüber auf die andere Seite, das sehe ich auf meinem Monitor und kann genau checken, ah, wer hat gerade eine Frage, und hat dann nur noch mit Augenkontakt das Kind angeguckt, das Kind hat zurückgeguckt, ist zu ihr ans Cockpit gekommen, sie haben, und dann ist sie wieder zurückgegangen. Und das war ihre Methode, die dazu geführt hat, dass es leise wurde. Also die Kinder wussten, wenn ich Hilfe brauche, kann ich zu dem Menschen gehen, der mir Hilfe geben kann. Das war der eine Schritt. Und das andere ist, wenn denn Menschen oder kleine Kinder schon miteinander arbeiten wollen, dann müssen die das nicht im Klassenraum machen, weil das muss laut werden, logischerweise. Wenn drei Menschen zusammen sitzen, wird es laut. Und rennt die Zeit weg. Ja. Und da wir auf einer Katakon sind, ist mein Tipp, macht diese Lösung nicht nach. Findet eure eigene. Ja. Ja. Es könnte sein, dass diese Lösung bei euch gar nicht funktioniert. Für weitere Lösungsfragen, ja, ist alles gut. Ja, ich kann es dir nachher, also es, ja, wir können dann nachher nochmal ganz genau, kurz. Genau, mach das in der Pause, die Details. Hast du noch ein Beispiel für einen Zielzustand, Helena? Und ich, jetzt in der Schule Flachslanden, ganz nah am Kind, hatten wir uns mit Türmen auseinandergesetzt, und da war ganz klar für jedes Kind, die hatten unterschiedliche Gruppen, haben sich selbst zusammengefunden, Augen geschlossen, hatten von uns Pädagogen Aufgaben bekommen, den Fragesteller, den Materialbeschaffer, den Protokolleur, der auf die Zeit achtet, und dann gab es 4 verschiedene Materialien, und das Ziel war ganz klar dahinter, wir bauen einen Turm. Und dann hat jedes Kind eben in ihrer Gruppe, haben die noch selber Türme, die einen haben gesagt, sie wollen den höchsten Turm bauen. Mhm. Wir wollen den stabilsten Turm bauen, wir wollen den breitesten bauen, solche Ziele. Mhm. Und in meiner Schule jetzt an sich
habe ich mal versucht, Katha bei meinen Studierenden mit reinzubringen und wir haben eine AG zum Thema Schule ohne Rassismus und unser Ziel ist gerade, dieses Thema so zu etablieren, dass es in den Jahrgängen ohne uns weiterläuft, also dass wir uns quasi überflüssig machen. Ah, ja. Schön. Hast du noch ein kurzes Beispiel? Dann ich glaube, ich würde die Zeit lieber geben, dass wir vielleicht noch eine Frage stellen können oder die Möglichkeiten, Ihnen die Möglichkeit oder euch die Möglichkeit geben, ob ihr noch Fragen an uns habt. Wir hatten eigentlich noch gedacht, wir geben euch eine Frage. Ja, das machen wir schon noch. Das machen wir noch. Ja, genau. Aber bitte. Ja. Was ich dabei gemerkt habe, ist, du gibst sozusagen den ersten Kick, ja, also machst einen Kick auf mit den Kindern und sie adaptieren es total schnell. Und die Frage ist halt, gibst du ihnen den Freiraum, das zu tun oder nicht? Und da bin ich mir bei Schule nicht mehr ganz sicher, ob dieser Freiraum wirklich gegeben wird, weil es gibt eine gewisse Gleichschrittigkeit, in der vorangegangen wird. Und für den Jungen aus Syrien wäre Gleichschrittigkeit jetzt nicht sinnvoll gewesen. Er hat aber sich dadurch, ich glaube, er ist so gewachsen durch diese Geschichte, wow, ich kann das irgendwie selber hinkriegen. Ich habe zwar meinen Sidecoach, aber ich kann das hinkriegen, dass er in anderen Bereichen, in denen es problematisch war, zum Beispiel im Verhalten, erst gerne mal angeeckt mit anderen, dass er sich in so einen Reflexionsprozess begeben hat und gesagt hat, nee, das will ich so nicht mehr, ich will dann ein anderes Ziel haben. Okay, dann muss ich vielleicht mal dem einfach aus dem Weg gehen. So, das ist sowas relativ praktisch. Ich finde die Frage sehr spannend, weil wenn uns das gelingt, haben wir es auf eine Metaebene gehoben und haben die Schüler befähigt in einer Art und Weise, wo sie ihr ganzes Leben was von haben können. Ja? So, das war die richtige Reihenfolge. Ich glaube, Thorsten zuerst. Ja, mich würde interessieren, ob ihr oder auch du, ob ihr wisst, ob es irgendjemanden gibt, der Lobbyarbeit betreibt in Schulministerien zu diesem Thema. Wir haben gleich eine Frage, die ihr mitnehmt und dann bitte hier beantwortet. Die stellen wir gleich noch vor. Also, wir wissen es nicht und wir brauchen eure Hilfe dazu. Ja. Wir sind eine übergeordnete Einrichtung der Schulbehörde. Das heißt, wir, also in unserem Kollegium sind Kollegen, die an die Schulen gehen, um zu beraten. Und wir haben es erstmal nur für unsere eigene Organisation entwickelt. Und unser Wunsch ist, und im Mai, das ist unser Ziel, geben wir eine Fortbildung für Lehrkräfte zu Katha und hoffen, dass wir die Ideen oder das, was wir jetzt erleben in unserer Einrichtung, in die Schulen transportieren können. Und somit schließt sich das auch an, was die Lobbyarbeit betrifft oder die Anfrage. Und was möchtest du noch? Ja, das ist, ich finde es so toll, also so, ne, dass Sie irgendwie auch dafür brennen und auch sehen, wie notwendig das ist in diesen Bildungseinrichtungen. Aber wir sind erst ganz, ganz, ganz am Anfang. Ja, und, letzte Frage und dann machen wir. Achso, sorry. Ganz kurz, also auch bei uns ist die Wahrheit, geht der Pacemaker, passiert da gar nichts mehr an der Schule. Und wenn die Lehrkräfte sich mit Zielen auseinandersetzen, dann ist das ein sehr behäbiges Thema. Ja, das war nicht einfach. Also diese Nummer mit Lautstärke, das war noch easy. Ja, aber komm mal an die wirklich interessanten Geschichten ran, wie Didaktik oder Binnendifferenzierung und so weiter und so fort. Dann wird es schon echt ein bisschen schwieriger. So, aber ich gebe da nicht auf. Ich bin im nächsten Jahr wieder da und ich hoffe, ich werde irgendwie frohen Mutes irgendwie an die Lehrkräfte weitersehen. Wir haben zwei Katha-Kompakt-Tage gemacht mit insgesamt, glaube ich, 20 Lehrern von unserer Schule. Also wissen tun das relativ viele. Okay, hier allerletzte Frage und dann machen wir. Ich
Ich darf das noch ganz kurz ergänzen. Also erstens mal, länderübergreifend geht in unserer politischen Situation nicht. Es gibt Kooperationsverbot in dem Bereich Bildung zwischen den Ländern. Kooperationsverbot nennt sich das tatsächlich. Ja, deswegen geht leider überhaupt nicht. Ist der Hammer, ist sowas Schwachsinniges. Aber so ist es halt momentan. Und dummerweise mein Bundesland, wo ich herkomme, sträuben sich am stärksten dagegen, das aufzuheben. Aber Grundschule Flachslanden, häufig gefallen. Ich kann gerne den Kontakt zur Schulleiterin herstellen und die macht auch Fortbildung in Bayern, zumindest für Lehrer dort ich weiß nicht, wie das heißt, da gibt es irgendein bayerisches Lehrerfortbildungsinstitut, da gibt es Weiterbildungen und ich kann, wie gesagt, die macht das bestimmt auch so mal und wenn es irgendwo im nicht allzu weiten Umfeld um Herr Rieden herum geht, ich mache sehr häufig auch Kata im Klassenzimmer Workshops für Lehrer, also einfach mir Bescheid sagen, mache ich gerne, mir geht es genau wie im Ralf, ehrenamtlich, einfach weil es wichtig ist. Schön. Ja, jetzt sind wir in Zeitnot. Also echte Zeitnot. Will irgendjemand rüber zu dem Vortrag drüben? Natürlich nicht. Ne? Ja, dann würde ich sagen, die rübergehen wollen, können schon gehen. Wir haben noch eine Abschlussfrage, die wir euch jetzt gerne mitgeben würden. Wir wollten die gerne hier im Plenum diskutieren. Aber nehmt die mit, weil es dockt an die letzte Diskussion. Macht ein Gedankenexperiment, wollt ihr es vorlesen? Ihr habt die Frage schon. Genau, also unsere Frage, also wir suchen natürlich nach Möglichkeiten, wie können wir argumentieren, dass Kata in Schulen verankert werden soll. Und unsere hypothetische Frage war, stellen Sie sich vor, Sie sind Ministerin oder Minister und wollen in Ihrem Bundesland Kata flächendeckend an den Schulen verankern und halten dazu eine Grundsatzrede. So, welches sind Ihre Argumente, die dafür sprechen und wie kann der Transfer in die Schulen gelingen? Das können wir jetzt nicht beantworten, wir hätten das gerne mitgenommen, aber vielleicht im nächsten Jahr. Und es gibt ab 15 Uhr ein Lean-Café, seid herzlich eingeladen, ja. Auch mit allen Fragen. Mhm. Dann treffen wir uns in einer halben Stunde beim Lean-Café und freuen uns auf euren Input. Dankeschön, danke euch. Dankeschön, ja.